So, die Negroni-Woche 2022 steht an. Und da ich mich bisher mit diversen Riffs um den originalen Negroni gedrückt habe, ist es heute jetzt soweit. Wir machen den Klassiker. Irgendwie. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian. Und wie viele von euch wissen, bin ich kein Negroni-Fan, weil mir darin die Campari-Note zu kraftvoll ist. Ich schätze Campari als Zutat in Drinks, ich mag es aber nicht, wenn er geschmacklich die Hauptrolle spielt. Und obwohl der Negroni heute ein Equal Parts Rezept ist, also alle Zutaten den gleichen Anteil haben, so ist der Campari doch so intensiv, dass er für meinen Geschmack die anderen Zutaten zu sehr überlagert. Es stellt sich, besonders für mich, also die Frage, darf man einen Negroni verändern? Darf man das Mischungsverhältnis auf den eigenen Geschmack anpassen? Und die Antwort darauf kann nur lauten, ja, man darf. Denn man sollte nichts trinken, was einem nicht schmeckt. Ist es dann aber noch ein Negroni? Dazu müssen wir ein wenig in die Historie schauen, denn heute gilt die Mischung aus je 3 cl aller Zutaten in Stein gemeißelt. Aber vielleicht war das ja nicht immer so. Der Negroni wurde um 1920 in Florenz im Café Cassoni kreiert. Damals soll der Graf Camillo Negroni den Barkeeper Fosco Scarselli gebeten haben, ihm einen stärkeren Americano zuzubereiten. Der Americano war zu dieser Zeit ein sehr beliebter Longdrink aus Wermut, Campari und Soda und Scarselli soll diesem ein wenig Gin hinzugefügt haben. Ein Americano bestand damals in der Regel aus vergleichsweise wenig Campari, deutlich mehr Wermut und viel Sodawasser und war ein leichter Sommerdrink. Der erste Negroni war also mit Sicherheit nicht die bittere Campari-Granate, die er heute meist ist. Cocktails aus Gin, Wermut und Campari gab es unter anderen Namen in der Zeit um und nach 1920 einige. Der Name Negroni setzte sich erst ab den 1950ern durch. Vergleicht man nun diese historischen Rezepte, so stellt man aber fest, dass die Equal Parts Rezeptur nicht erst heute gängig ist. In vielen Rezepten ersetzt der Gin dabei das Sodawasser, wobei auch das nur bedingt stimmt, denn da heute Negronis kalt gerührt und auf Eis serviert werden, ist hier natürlich auch, ja gut und gerne, 30% Schmelzwasser enthalten, halt dann ohne Kohlensäure. Wie immer wunderbar detailliert haben übrigens die Kollegen von Bar-Vade-Mecum das ganze Thema aufbereitet, also die historische Entwicklung des Negroni. Den Artikel findet ihr im Beschreibungstext dieses Videos verlinkt. Wir halten also fest, dass der erste Negroni wohl doch anders aufgebaut war als heute und Campari darin heute eine viel wichtigere Rolle spielt, als es der italienische Bitterlikör damals getan hat. Das dürfte wohl auch daran liegen, dass Campari den Negroni sehr intensiv für Werbung verwendet. Und man da natürlich das eigene Produkt im Vordergrund sehen will. Ich finde es daher aber auch statthaft, den Campari-Anteil wieder ein wenig zu verringern. Und ja, ich stelle euch heute mein Rezept vor, so wie mir der Negroni durchaus schmeckt. Bevor wir den jetzt gleich zubereiten, habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr den Kanal noch stärker unterstützen wollt, dann könnt ihr das über eine Kanalmitgliedschaft tun. Wie das genau geht, findet ihr in der Beschreibung, beziehungsweise wenn ihr auf den kleinen Button Mitgliedschaft unter dem Video klickt. So, wir schnappen uns jetzt mal unser Rührglas, wir schnappen uns einen Jigger in Zentilitern. Ja, und wir beginnen mit dem Campari. Und ich habe hier den Campari Cask Tails. Das ist eine fassgelagerte Variante des Campari. Finde ich noch ein bisschen intensiver. Ist genauso bitter wie der normale Campari, bringt aber noch schöne Holzaromen mit. Und davon nehmen wir jetzt 2 cl. Dann kommt unser trockener, nein, Entschuldigung, unser süßer roter Wermut dazu. Ich habe hier den Cocchi de Torino, davon 3 cl. Ja, und dann unser Gin, gerne einen London Dry Gin, gerne einen Gin mit einem guten Wacholderaroma. Und davon nehmen wir 5 cl.
Jetzt geben wir Eis in unser Rührglas. Das Glas mal gut vollpacken. Für die richtige Menge an Kühlung bzw. vor allem eben an Verwässerung. Wir geben den Löffel innen an den Rand des Glases und wir rühren unseren Drink halt. Das Glas beschlägt außen und ist schön kalt, dann ist es der Drink auch. Wir schnappen uns hier einen Hawthorne Strainer. Ich habe hier ein Double Old Fashioned Glas und da geht jetzt noch ein wunderschöner, klarer, großer Eiswürfel rein. Und dann seihen wir den Drink darauf ab. Als Garnitur hält der Negroni eine Orangenzeste, die ziehen wir uns hier frisch runter, da war schon die Öle so ein bisschen über den Drink geben. Jetzt drücken wir die Zeste über den Drink aus, dass die Öle hier sich schön drauflegen. Dann kann man die Zeste ein wenig einrollen und ich würde in dem Fall sagen, wir geben sie aufs Glas. Ja, und ich habe hier für euch meine Version eines Negronis. Ja, vielleicht in Tresenwesen Negroni, Floß Negroni. Aber ja, nach der Geschichte, die wir zum Drink gehört haben, ist das, glaube ich, eine Variante, die sich auch so nennen darf. Ja, ich freue mich jetzt aufs Probieren. Also am Anfang natürlich erstmal die Orangenöle in der Nase, dadurch so eine süße Frische. Dann ist er aber auch im Mund erstmal süß. Und das ist unser Cocky, unser roter Wermut. Dann wird er im Abgang bitter von unserem Campari und da auch wirklich mit diesen schönen Holznoten vom Fass. Übrigens, die Produkte findet ihr wie immer in unserem Tresenwesen Online-Shop. Den verlinke ich euch jetzt hier oben. Ja, und dann die Wacholdernoten, die Botanicals vom Gin, die jetzt so am Ende trocken noch im Mund liegen. Und ja, hier muss ich nicht das Gesicht verziehen, weil es zu bitter ist. Campari runter, Gin rauf. So schmeckt mir der Negroni einfach am besten. Und gerade im Sommer schmeckt das übrigens auch extrem gut als Highball. Variante, also ein Longdrink-Glas nehmen und mit Soda oder mit Tonic Water auffüllen. Super erfrischend, nicht zu süß. Kann ich euch sehr empfehlen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Im Abspann gibt es noch die Playlist mit meinen bereits veröffentlichten anderen Negroni-Riffs. Ich sage für heute, danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers.